Und weiter geht's, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 in der Antarktis. Wir drehen hier an irgendwelchen komischen Schrauben rum und öffnen damit oben die Tür zum Maschinenraum. Wenn sich meine Aufzeichnungen bewahrheiten. Das wird sich jetzt rausstellen. Gut, der letzte und dann müsste was passieren. Ja, jetzt haben wir es auch gehört. Die Tür hat sich geöffnet. Wunder, wunder, wunderbar. Ich freue mich. Das heißt, wir können jetzt hier hochklettern und sind einfach happy, dass es geklappt hat. So, ich bin begeistert, Lara. Und jetzt können wir da rein und die Maschine anschmeißen. Und es gibt jetzt wieder Lärm. Aber das lässt sich halt manchmal nicht vermeiden. Und ein großes Medipack. Voll versteckt, aber findbar. Und wir haben es gefunden. Gesucht und gefunden. So, damit haben wir jetzt irgendwas gemacht. Ich glaube, bei diesen Hundegittern haben wir jetzt was gemacht, dass wir da nämlich jetzt hin können. Vielleicht ist das jetzt offen? Ja, ist es offen. Gut. Und da drüben der Hund auch noch. Oh, die Hunde. Nehmen wir mal eine Schrotflinte dafür. Die reicht für die Hunde. Jo. Jo. Gut. Ja, gut. Gut, ja. Ja, gut. Gut. Ja. Ja. Hatte ich die richtige Intuition? Das Wort habe ich gesucht. Und da liegen Uzi-Ladestreifen. Falsch, Uzi... Magazine heißen in diesem Spiel. Wichtig für den letzten Endgegnerkampf, der wirklich schwer ist, das muss ich jetzt echt mal sagen. Der ist echt schwer. So, wir haben den Schlüssel. Den Torschlüssel. Ach, übrigens, das Artefakt heißt Ora-Dolch. Oder hatten wir das in der letzten... Im letzten Level schon? Nee, konnten wir eigentlich nicht, ne? Also auf jeden Fall ist das der Ora-Dolch. So heißt das Artefakt. Und wir haben jetzt alle vier. In Vaterstein, Element 115, das Auge der Isis und den Ora-Dolch. Und weil Lara halt leider mit ihrem Flugzeug oder Helikopter abgestürzt ist und wir das leider in der Vorschau nicht gesehen haben, ist Lara leider Gottes hier in dieser Antarktis gelandet. Und ja... Hat jetzt halt die Artefakte bei sich, aber nicht mehr lange. Das ist das Problem. Und warum, werdet ihr bald sehen. So, haben wir jetzt eigentlich alles den Schlüssel? Ich glaube, hier haben wir alles erledigt. Das heißt, wir können jetzt zurück und die Hütte aufschließen, oder? Ich glaube schon. Wir gucken einfach mal. Wir gehen zurück, weil hier haben wir jetzt alles erledigt, glaube ich, soweit. Das letzte Sekret weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo das sein soll. Uns fehlt noch eins, aber... Oder ist das in der Hütte? Ist das in der Hütte? Nee. Ach Gott, wenn nicht, suchen wir das dann halt. Dann ist es halt so. Was will man machen? Auf jeden Fall verlassen wir dieses Level nicht ohne drei Secrets, weil dann können wir das Zusatzlevel nicht spielen und das ist nicht schön. Und ich suche hier gerade eigentlich nur noch den Ausgang. Ist der hier? Oder kamen wir gerade von hier? Ich bin schon wieder verwirrt. Nein, es ist richtig. Und hoch, Lara. Hoch, hoch, hoch. Das ist ganz gefährlich hier. Und raus. Sehr schön. Gut. Und wo ist unser... Hier. Gut, dann können wir jetzt hier, glaube ich, unser Schlüssel einsetzen. Oder Brechstange. Brechstange. Brechstange ist gut.
Jawohl. Und damit können wir jetzt den Schlüssel einstecken und damit das Tor öffnen. Und ich glaube, das letzte Geheimnis ist in der Hütte drin. So, und das ist ein Mechanismus, den es sonst im Tomb Raider nie gibt. Das war also mal was Neuartiges, dass man einen Schlüssel einstecken muss in einen Apparat, damit der Schalter funktioniert. Damit wir da durchfahren können. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Meine lieben Leute von heute. Und von gestern und von überhaupt. Und hoffentlich auch für die Zukunft. Und jetzt geben wir Gas. Gas. Wir geben Gas. Und müssen halt jetzt außen... Nee, wir müssen nicht außen rumfahren. Wir machen das Ganze so. Steigen hier aus. Achso, Lara macht das ja so rum nicht. Ist ja wieder launisch. Dann machen wir es halt so. Gut, und hier ist, glaube ich, das letzte Geheimnis drin. Oh, da fehlt ein Schlüssel. Ach, den müssen... Ah, okay. Nein, Lara. Sag mal no. 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 Lara hört auf mich und sagt no. Gut. Das No kennen wir eigentlich nur aus dem Zusammenhang, wenn Lara nicht auf mich hört. Aber sie hat auf mich gehört und hat No gesagt. Das ist... Ich bin sehr glücklich gerade. Der Typ ist mir jetzt egal. Und das wird jetzt nicht ganz einfach. Und hier raus. Mist. Das können wir gleich noch einmal probieren. Das war nichts. Da fahren wir mal ein bisschen ordentlicher da dran. So. Und da kommt ein Typ aus der Ecke. Gibt's ja nicht. Komm aus der Ecke und verreck. Ha. Du hast gelebt, mein Lieber. Hast gelebt. Und wow, das hat's ja vollgebracht. Gut, und jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt wird's nicht ganz einfach. Weil wir brauchen jetzt ganz schnell einen Schlüssel. Und der ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Oder ist der hier drunter? Hier ist hier. Oh Gott. Ne, das hat zu lange gedauert. Da müssen wir uns jetzt echt beeilen. Jo, gut. Und schnell. Zack. Und sofort durchtauchen, mitnehmen, Rolle und wieder weg. Das muss hier perfekt laufen. Und schnell wieder raus. Ne, es muss nicht perfekt laufen, es muss perfekt tauchen. So, und jetzt hier durch. Gut. Ja, und speichern. Hat ja ganz gut geklappt. Haben zwar ein bisschen Leben verloren, aber das werden wir überleben. Lara taucht bei dir. Oh, Sackgasse. Ach, da ist schon wieder der Heini da. Aber den bringen wir jetzt mal um, weil der nervt. Vielleicht hat er auch Munition für uns oder so. So, Medipack und... Lara, du hast nicht unendlich Zeit, da jetzt auszusteigen. Los. Wie die wieder übertreibt hier, die Lara. Unglaublich. So, bist du jetzt zufrieden, mein Lieber? Ist ja unglaublich. Und er hat nicht immer was für uns. Wie frech ist das denn? Na gut, fahren wir halt weiter. Und Gas. Autsch. Und jetzt gehen wir zu der Hütte und holen uns... ...das Secret, glaube ich. Hoffe ich. Aber es kann gar nicht anders sein, eigentlich. Ich wüsste doch nicht, wo es sonst sein soll. Komm, Lara, jetzt bitte. Stell dich nicht so oh. Stell dich jetzt nicht so an, Lara. Komm. Und da war es die andere Seite, die Lara aussteigt. Ach, Lara, bitte... Bitte. Steig einfach aus. Komm. So, jetzt. Ja, jetzt macht's es. Und plumpst natürlich ins Wasser. Aber anders, näher dran wollte Lara nicht aussteigen. Das war ihr nicht Forderung genug. Also, das war zu einfach für die Lara. Der Schlüssel zur Hütte. Auch Hüttenschlüssel genannt.
Und das ist es, das Sekret. Zerstören wir die Unglückszahl 13 und sind glücklich, nehmen das Secret mit und freuen uns. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns Richtung Levelende. Und Richtung Vorschau. Mit der lustigsten Tomatensuppe, die ich kenne. Die ist nämlich total fest. Das werdet ihr dann sehen. Die hat nichts mehr von Suppe, die ist nicht flüssig, die ist halt fest. Steinharte Tomatensuppe. Aber wem's schmeckt? Anscheinend nur Dieben. Und warum, werdet ihr gleich sehen. In der Vorschau, die glaube ich auch funktionieren dürfte. Oh, da muss ich jetzt gerade nochmal einen Blick hinwerfen. Und der Blick lohnt sich, weil da liegt nämlich Schrotmunition. So. Die nehmen wir mit. Ich bin begeistert, Lara, und dann gehen wir wieder auf unser Boot. Und lösen nochmal diese Musik aus. Muss jetzt wieder perfekt passen hier und raus. Gut. Hat doch alles wunderbar geklappt. Und wir haben jetzt auch unsere 3 von 3 Secrets. Das heißt, wir können jetzt mit frohem und gutem Gewissen dieses Level verlassen. Und die Vorschau genießen. Da steht noch ein Typ. Hat da gestanden und da kommt jetzt noch ein anderer angerannt. Und die Musik ist wieder echt schön, finde ich. Todestief. Gut, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir schauen uns jetzt die Vorschau an und dann bis zur nächsten Folge im neuen Level. Macht's gut. Ciao. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern, an den ich dank der Artefakte, an denen Sie so hängen, gelangen werde. Aber Sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution, einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden, egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab's zu viele Fehlversuche. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber Sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir Ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nicht sicher.
Ja, das war's. Der Typ hat unsere Artefakte geklaut. Lara ist natürlich hinter den Artefakten her. Antarktis geschafft. 50 Minuten knapp. 3 von 3 Geheimnisse. Rest seht ihr selber. Jetzt sind wir auf dem Aufzug. In der nächsten Folge geht's weiter im nächsten Level im Aufzug Schacht. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.